Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bellboy. So, ach, guckt mal. Das stellt so ein bisschen dar, was wir so erlebt haben, oder? Oder interpretiere ich da jetzt zu viel rein? Wahrscheinlich interpretiere ich zu viel rein. So, wie können wir uns überhaupt bewegen? Ah, okay, nur hier lang. Wartet mal. Okay. So. Jetzt zum nächsten. Und durch. Super. So, eins haben wir geschafft. Das ist doch schon mal cool. Es speichert auch direkt. Das ist nett. Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz warten, bis wirklich da die Luft kommt. Na, wann kommt sie denn wieder? Sie kommt gar nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Jetzt. Na, mach. Und hoch da. Aber wohin? Jetzt fallen wir. Ach so, ist nicht so schlimm. Muss ich vielleicht... Nee, ich probiere mal was... Also ich probiere eher hier oben lang zu gehen. Ich versuche mal zur Zunge zu kommen, okay? So, schauen wir mal, was hier ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gemacht werden soll. Hier scheint ja nicht wirklich was zu sein. Nochmal. Dann gehe ich doch links lang. Aber irgendwie komisch. Ich meine, es muss doch... Ach, wartet mal. Hier ist ja eine Tür. Hä? Wollen wir vielleicht gar nicht unbedingt hier oben lang? Aber es ist so komisch, dass es den Weg gibt. Oh, wartet. Hier müssen wir warten, dass es nicht pustet. Aber da es so ein gefährliches, das schluckt uns doch bestimmt gleich. So. Ich weiß nicht. Ich traue dem Ding nicht. Ach so, hier müssen wir... So. Und dann darüber. Und dann hier rein. Und dann kommen wir hier unten raus. Was ist das da? Nein, wir brennen ein Loch in die Magenschleimhaut von Obi. Ah, wir mussten das machen. Cool. Ja, das ist ja super. Sonst wären wir da gar nicht durchgekommen. Ach, deswegen wahrscheinlich auch... Was ist jetzt los? Ach so. Was? Habe ich was falsch gemacht? Ah, ich muss schnell weg. Okay, wartet. Wohin schießt er? Ja, schnell. Oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, er hat uns einfach zerfressen. Ist ja eklig. Okay. So. Muss ich vielleicht seinen Nagel treffen? Kann ich aber scheinbar nichts machen am Nagel. Nein, 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 nein. Wow, Mann, hier muss man aber auch. Ist vor allem schwierig, weil es mit der Maus ist. Wenn man so die Steuertasten benutzen könnte, wäre es ja noch was anderes. Ich gehe mal lieber ein Stück weiter hier nach oben. Ich glaube, da sind wir sicherer. So, sorry, ich musste einen kurzen Cut machen, weil ich plötzlich so husten musste. Voll krass. So, dann denke ich, müssen wir tatsächlich nochmal rein und wahrscheinlich ein weiteres Problem lösen. Ja, dann tun wir das, ne? Und dann haben wir wahrscheinlich danach immer so eine Phase, wo wir ihm ausweichen müssen. Ach, guck mal, jetzt ist auch eine andere... Kein Problem, das kriegen wir locker hin. Oh, komm. So. Da kommen wir noch nicht durch, oder? Die Frage ist, wo wollen wir jetzt hin? Vielleicht probiere ich dann mal, was hier unten ist. Ja, das schaue ich doch direkt mal nach. Hier ist dann bestimmt... Irgendwas anderes, was wir lösen können. Ah, hier ist der Weg aber versperrt. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, er wäre versperrt. So. Oh, verflixt. Okay, na dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. ein leckeres Ohr. Was macht der da? Wahrscheinlich holen wir uns das Würstchen daraus. Wieso ist ein Ohr in ihm drin? Naja, er ist mutiert, von daher kann wahrscheinlich alles passieren. Nicht essen! Oh mein Gott!
Nee, da kommen wir so nicht lang. Und jetzt? Ah, okay, ihm wird immer wieder schlecht. Alles klar. Ah, ich sehe schon. Okay. Wartet. Nee, Vorsicht! Nicht da reinfallen. Jetzt. Jetzt rüber. Rüber, 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 rüber. Schnell. Ja, cool. Wartet. Und jetzt dahin. Ja, cool. Das ist so eine Magentablette, glaube ich, oder so. Yeah. Und wir haben ein weiteres Problem gelöst. Das letzte. Ups. Naja, ist ja egal, in welcher Reihenfolge man das macht. Oh, hoffentlich wird aber jetzt Opa nicht auch viel stärker. Oh, oh. Oh Gott, er sieht aber sehr viel stärker aus. Huch, was macht er jetzt? Nein, nein, nein. Oh, er saugt uns an. Okay, wartet. Ja, schnell weg. Weg, weg, weg. Drück, 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 drück. Bitte schlaf wieder ein, Opi. Ach, Opi ist eingeschlafen. Opi ist halt der beste Opi der Welt. So. Und nochmal rein. Und dann müssen wir nur noch unten links lang. Aber ich darf nicht so schnell, weil sonst falle ich da. Ah, verdammt. Okay, da muss ich mir mal die Reihenfolge merken. Die ist ein bisschen komplizierter. Also. Da die ganzen restlichen fallen runter. Nochmal. Zwei da. Okay. Na, na, na. Oh, na, sag mal. Ich falle da immer drauf rein. Ist da überhaupt irgendeine sinnvolle... Ein sinnvoller Rhythmus? Ich erkenne da gar nichts. Okay, wartet. Aber das ist nicht schlecht, weil dann kommt das. Dann kann ich unter dem zweiten bleiben. Okay, dann kann ich da bleiben. Dann muss ich aber weiter unter das nächste. Da muss ich auch bleiben. Und dann bewegen sich die am Ende nicht. Okay, verstehe. Ich versuche es hinzubekommen. Also. So, jetzt nochmal warten. Jetzt kann ich unters nächste. Nochmal warten. Jetzt kann ich unters nächste. Nochmal warten. Und unters letzte. Schnell, schnell, schnell. Ja, geschafft. Cool. So, jetzt gehen wir hier unten lang. Nehme ich da links. Und dann da rechts. Oh, oh. Unangenehmes Geräusch. So, hier muss ich dann ein bisschen vorsichtiger sein, dass ich nicht wieder da direkt rüberrolle. So. Und hier bleiben. Genau. Zur Kaka. Ja, müssen wir rüber zur Kaka. Ei! Vorsicht. Ich lasse mich mal sicherheitshalber nicht voll kacken. Oh, wie süß. So eine Kaka, ey. Die finde ich niedlich. Oh, die hat ein Problem, die Kaka. What? Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein! Oh nein. Okay. Das scheint nicht gut zu sein, aber wie werden wir das los? Okay, wir sind hier... Oder ich lasse mich doch voll scheißen. Wartet mal kurz. Ich guck mal kurz, was passiert, wenn wir schön die Kacke auf unseren Kopf... Ah, wir sind ein Kackerhaufen. Wahrscheinlich können wir so unbemerkt an denen vorbeischleichen. Oh, 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 wir entkacken uns aber gerade. If you know what I mean. Sie merken es, aber schnell, ja. Wir haben es wieder verbunden. Und? Ah, dadurch sind die gestorben. Und das ist auch weg. Super. Jetzt werden wir wahrscheinlich nochmal ausgespuckt und müssen nochmal überleben. Und dann können wir aber durch die Tür durch. Oh Gott. Was ist diesmal? Oh, 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 oh. Okay. Das ist nicht so schlimm. Macht wieder das vom ersten Mal. Aber er macht's länger. Hi! Ach, jetzt macht er das auch noch. Okay.
Oh Gott. Und wieder rüber. Du schaffst das. Ballboy, rette deinen Opi. Er hat nie die Hoffnung verloren, seinen Opi zu retten. Nein, 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 nein. Schön da bleiben. So, jetzt kannst du aber mal wieder schlafen. Oh, der hört nicht auf. So. Boah, der ist sehr schnell. Oh, krass. Okay, er ist wieder eingeschlafen. Vorsicht, nicht direkt vorm Maul. So, dann gehen wir jetzt mal durch die Türe. Oh nein, dann muss ich nochmal die Zähne schaffen. Scheiße. Ich hasse die Zähne. Nein! What? Das ist fies. Okay, wartet. 4, 5, 6. Eigentlich müsste das klappen. Wieso hat es nicht geklappt? Vielleicht muss ich schneller machen. Okay, das erste. Jetzt kommt das zweite. Nein! Okay, ich muss direkt zum dritten weiter. Okay. Ich darf nicht beim zweiten stehen bleiben. Also. Erste. Hier muss ich jetzt stehen bleiben. Aber hier jetzt nicht. Hier muss ich direkt weiter. Und hier, meine ich, muss ich warten. Wow. Und hier, glaube ich, auch. Nein! Ach, verflixt, das war so eng. Okay, kriege ich aber hin. Da bewegen sich aber auch zwei. Aber vielleicht könnte ich es auch schaffen, dann schnell durchzuhuschen noch, die letzten beiden Zähne. Weiß ich nicht, ob die Zeit ausreicht. So. Na, weiter, weiter. Oh Gott, oh Gott. Ja, komm, 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 komm. Ja, geschafft, super. Und jetzt gehen wir einfach hier durch. Tada! Und der Weg müsste jetzt frei sein. Genau, wir haben die Lungen bearbeitet, die Kacke haben wir bearbeitet, das Fleisch haben wir bearbeitet. Und deswegen geht's jetzt hier rüber zum großen Boss. Ah! Schlecken ihm einmal ins Auge. Schleck, 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 schleck. Irk! Oh nein. War ich nicht schnell genug? Oh, scheinbar. Krass. Wie schnell muss ich denn da sein, ey? Ich habe mir schon größte Mühe gegeben. Oder ich muss schnell zumachen, wenn er... Falls er das nochmal macht, versuche ich das. Das ist ja echt eklig. Okay, wartet mal. Hat er denn den Mund zu, wenn ich nicht drücke? Ja, okay. Ich weiß nur nicht, wie lange es dauert, bis er seinen Mund wieder schließt. Das macht mir keine Angst. Und ich piekse jetzt wieder ins Auge. Das macht voll Spaß. Nein, mach zu, mach zu. Okay, weiter. Oh, guck mal, es ist schon ganz nass. Nein, 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 mach zu. Und weiter geht's. Okay, und weiter. Sorry, ich bin so hoch konzentriert. Ich kann kaum kommentieren hier, weil ich mich so aufs Klicken konzentrieren muss. Aber gleich wird er ja wohl erledigt sein. Ich kann auch nicht mehr lange klicken, ey. Ah, guck mal, es wird schon ganz... Ah, nein, 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 mach zu! Oh Gott, das war knapp. Oh, ey, ich krieg gleich einen Krampf in meiner rechten Hand, ey. Jetzt reicht's aber mal. So. Das ist schon der unüblichste Bosskampf, den ich je gespielt habe. Nein! Oh, das war knapp. Na, endlich. Meine Güte. Das war aber eine schwere Geburt, ne? Aber er ist erledigt. Muhaha. Ich fürchte fast, dass das das Ende sein wird, hä? Huh?
Wenn ja, war es leider ein sehr kurzes Spiel. Biom, biom, biom. Bäm, voll explodiert. Hauptsache Opi ist da noch irgendwo drin. Sonst wäre ich sehr traurig. Dann wäre unsere Reise umsonst gewesen. Ja, da ist er. Oh, süß. Er hat wirklich den besten Enkel und den besten Hund der Welt. Die haben sich solche Mühe gegeben, ihn zu retten. Jetzt gibt's ein Festmahl. Hey, das Krokodil. Oder was auch immer es darstellen soll. Oh nein. Oh, ich muss was machen? Was hat er denn? Was hat er? Wahrscheinlich muss er nur rülpsen oder so. Ach, er hat sich an einem Knochen verschluckt. Hey, der Fernseher funktioniert wieder. Yay, du hast ihn repariert. Geil. Da. Gucken wir mal, ob wir was Schönes einstellen können. Ah, wie süß, die Credits. Das ist ja eine coole Idee. Beethoven of Code. ist nur er? Hat er das alleine entwickelt? Nee. Der Typ mit dem großen Malblock. Simon Lukasik. Ah, für seinen Sohn Max. Der Typ, der Stimmen hört. Und Sänger? Ella Ellie Mazurkiewicz. Ich weiß nicht, ist bestimmt falsch ausgesprochen. Der Magier in Unity? Mateusz Matek. Das ist eine richtig coole Idee, so die Credits zu machen. Und wahrscheinlich, wenn ich dann hier ziehe... Ah. Ah, guck mal, PewDiePie ist dabei. Und danke an alle Kickstarter-Backers, Let's Player, Greenlight-Supporters und alle, die uns auf diesem Weg unterstützt haben. Ja, ich muss auch sagen, vielen Dank. Ich fand, das war ein richtig süßes Spiel. Es hätte ein bisschen länger sein können. Es war jetzt schon arg kurz gewesen. Aber was soll's. Dafür war es echt rund und schön und es hatte tolle Ideen. Es war so niedlich, eklig, ein bisschen gruselig. Es war recht simpel vom Gameplay, aber es war okay, total. Ich finde, dass das ja eigentlich ein total perfektes Android- oder Tablet-Spiel wäre. Ich weiß gar nicht, ob sie das auch dafür umgesetzt haben. Ich fände es auf jeden Fall sehr geeignet dafür, weil es ja auch von der Steuerung sehr einfach war. Boah, wobei das bestimmt anstrengend wird, wenn man die ganze Zeit so auf den Bildschirm tippen muss. Und die Musik war cool und es gab ganz viele Referenzen auf andere Spiele und Filme, wobei ich leider nicht alle erkannt habe. Aber, oh, noch ein Herzchen zum Schluss. Aber ich muss sagen, es ist echt cool gewesen. Ja, vielen Dank an die Entwickler für dieses rundum niedlich süße, coole Spiel, das mir sehr viel Spaß bereitet hat, auch wenn es kurz war. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play-Projekt wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.